glaube, hier bin ich erstmal sicher. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Ich weiß nicht, wie lange wir haben, aber in dieser kurzen Zeit möchte ich euch diese Pflanze zeigen, die ich hier gerade gefunden habe. Okay, machen wir es vernünftig. Also, heute aus gegebenem Anlass eine sehr coole, etwas unheimliche Orchidee, und zwar eine Dracula-Orchidee. Dracula Vampira. Der Name, die Inspiration ist klar. Dracula-Orchideen kommen aus Südamerika. Es gibt da einige von und die sind auch eigentlich alle sehr hübsch. Und das hier ist sicherlich eine der spektakulärsten davon. Dracula Vampira, natürlich benannt nach dem Vampir in sowohl Gattung als auch Artepitheton. Wobei Dracula eigentlich kleiner Drache heißt oder soll es heißen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der die Gattung erschaffen hat, schon wusste, was er da tat, als er die Dracula genannt hat. Diese Orchideen sind nah verwandt mit Mastevallia-Orchideen, wachsen auch im Grunde genau so, sind aber oft großblütiger und wachsen noch etwas höher in den Bergen. Wir sind also hier wieder bei klassischen Hochlandpflanzen, die wirklich weit oben in den Nebelwäldern wachsen, sehr feucht, schattig. Ne? Natürlich in so einer Umgebung hier ideal, zu Hause leider sehr schwer nachzumachen. Erstens wegen den Temperaturen und der Feuchtigkeit, zweitens auch wegen der Wachstumsart. Ihr seht ja diese Orchidee hier. Die wächst natürlich nach oben, die Pflanze hier oben, das sind die Blätter, aber die Blütentriebe, die gehen schnurstracks nach unten. Das heißt, Dracula-Orchideen lassen sich nur sehr schwer oder sehr schlecht in richtigen normalen Töpfen halten. Wenn, dann braucht man so einen Gitterkorb oder eben wie diese hier, die ist auf einem Stück Holz aufgebunden mit etwas Moos. Die ist auch rausgewachsen, das ist auch schon ein recht großes Exemplar davon. Ihr seht, die Blüten sind absolut spektakulär. Also gerade bei Vampira, dieses Schwarze mit den Streifen da drin. Und das Unheimliche bei Dracula ist ja, die haben ja ein scheinbares Gesicht. Ne? Was das eigentlich ist, ist hier diese bewegliche Lippe, die aussieht wie der Mund oder die Nase. Wenn die runterhängen und sich im Wind bewegen, die sind nur so ganz lose aufgehängt, das lockt die Bestäuber an, das wackelt dann so. Ich blende euch da mal kurz Aufnahmen von ein. Das habe ich jetzt bei der hier nicht gefilmt, aber bei einer anderen Art. Und das lockt die Bestäuber an. Was sind das für Bestäuber da oben auf dem Berg bei 2000 Meter, bei 12 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit? Da sind nicht so viele Bienen und Schmetterlinge unterwegs, sondern es sind eher Fliegen und Käfer, die diese Orchideen bestäuben. Und die riechen entsprechend auch nicht, naja, nicht nach Blume, sondern eher nach Pilz. Man spekuliert sogar, dass dieses ganze Erscheinungsbild, auch die Lippe selber, einen Pilz nachmachen soll und dass sie dadurch die anlocken. Wenn man dran riecht, man riecht manchmal so einen ganz leicht pilzigen Geruch, das finde ich auch, aber ist kaum zu spüren. Ne? Ja, und es sieht halt ein bisschen aus wie ein Gesicht, so eine Dracula-Blüte. Gibt da auch noch ganz andere, also Dracula Chiroptera, Chiroptera die Fledermaus oder Dracula Diabola, ne, wie der Teufel. Also alles irgendwie so unheimlich benannt. Davon ist Dracula Vampira aber sicherlich so eine der beliebtesten Arten. Ja, also wächst im Nebelwald epiphytisch, entsprechend hier von der Pflege her, ist für die meisten zu Hause nicht realisierbar. Wenn es geht, dann meistens am Nordfenster. Und wenn es ein unbeheizter oder recht kühler Raum ist. Die vertragen schon durchaus auch mal wärmere Temperaturen, aber über, ich sag mal, 30 Grad gehen die wirklich einfach kaputt. Dann können wir auch zur Pflege kommen. Pflege von diesen Orchideen ist für die meisten in der Wohnung leider einfach nicht realisierbar. Man bräuchte da schon so ein kühles oder kühlgemäßigtes Gewächshaus, wo es vor allem nachts mit den Temperaturen richtig schön runtergeht. Also ich sag mal so mit 10 bis 12 Grad nachts haben die kein Problem. Tagsüber hätten die gerne so, ich sag mal knapp 20, vielleicht 24, 25 maximal. Darüber fühlen die sich nicht wohl. Die halten kurzzeitig auch wärmere Temperaturen aus, so 30 Grad für vielleicht einen Tag oder zwei ist kein Problem. Die tendieren dann aber dazu, bei so zu warmen Temperaturen Pilzinfektionen zu kriegen. Das ist in der Wohnung schwer zu realisieren mit den Temperaturen. Zumal die dann auch noch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit brauchen. Also ich sag mal so 70% aufwärts ist Minimum. Am liebsten hätten sie gerne, wie hier, ihre 90 bis 100%. Ihr seht hier auch überall Nebel und so. Ne? Also es ist ein Nebelwaldhaus, in dem wir hier sind. Hier ist es kühl, es ist nass. Die ganze Kleidung klebt auch einfach an einem. Das sind die Bedingungen, die die mögen. Und dafür bräuchte man im Grunde ein Terrarium, ein Growtent oder irgendwie sowas in der Richtung, was aber nicht zu warm wird. Dann sind sie aber recht einfach. Was sie auch nicht mögen, ist austrocknen. Also die sollten auf keinen Fall trocken fallen, diese Dracula-Orchideen. Die haben absolut keinen Wasserspeicher. Die haben keine Bulbe, die haben keine dicken Wurzeln oder so, wo sie Wasser drin speichern. Wenn die trocken sind, dann vertrocknen die auch ganz schnell innerhalb von einem oder zwei Tagen.
Das ist natürlich bei so einer aufgebundenen Pflanze nochmal mit mehr Aufwand verbunden, als wenn sie im Topf ist. Der Topf bleibt dann ja vielleicht ein bisschen länger nass. Wenn sie aufgebunden ist, muss man die im Grunde täglich ansprühen. Das wäre so eigentlich das Wichtigste. Dünger sollte man bei denen auch ein bisschen vorsichtig sein. Die wachsen jetzt nicht super langsam, aber sie wollen schon nicht allzu viel Dünger. Da sollte man ein bisschen vorsichtig mit sein. Ich sag mal, einen Orchideendünger auf so 200 bis 300 Mikrosiemens einmal die Woche oder alle zwei Wochen reicht aus. Mehr vertragen die nicht gut. Da tendieren die auch dazu, Probleme zu kriegen, Verbrennungen an den Blättern und so. Zwischendurch, man muss sie ja auch definitiv mehr als ein bis zweimal die Woche dann ansprühen, wenn man die so hat. Da sollte man aber dann auch auf Wasser aus einer Osmoseanlage oder Regenwasser gehen. Denn das Kalk im Leitungswasser vertragen die auch nicht. Also die mögen viel sauberes Wasser. Wo sie nicht so anspruchsvoll sind, ist Licht. Die mögen es schon ziemlich schattig. Das sind allesamt Schattenpflanzen, die da wirklich bei recht wenig Licht hängen. Also ich sag mal, bei 2000 Lux aufwärts geht es denen schon gut. Viel zu hell wollen sie es auch nicht. Die verbrennen dann recht schnell. Ja, und das war's im Grunde zur Pflege. Das Schwierige ist bei denen eben Temperatur und Luftfeuchte und dann können wir zur Verfügbarkeit kommen. Ist gar keine seltene Orchidee, auch wenn man meinen würde, bei sowas Ausgefallenem wäre es vielleicht schwer dran zu kommen. Das ist aber gar nicht so. Die gibt's bei den Orchideenhändlern eigentlich das ganze Jahr über. Wir haben die nicht, aber man bekommt die bei den einschlägigen Orchideenhändlern. Sie ist etwas teurer. Es ist eine der teureren Dracula-Orchideen, die man kaufen kann. Ich sag mal, unter 20 Euro kommt man nicht dran. Meistens so um die 30 bis 40 Euro. Da kriegt man dann aber üblicherweise auch schon blühreife Pflanzen, die also wirklich groß genug sind, um zu blühen. Aber ja, wenn man sich die kauft, dann sollte man schon wissen, was man tut. Denn so in normalen Wohnungsbedingungen geht das nicht lange gut bei denen. Ja gut, ich dachte mir, wir machen mal was Unheimliches für Halloween und unheimlicher als eine Pflanze namens Dracula Vampira in irgendwelchen dunklen, nassen, kühlen Katakomben. Ich glaube, besser wird's nicht. Also sehr passend, dann sehen wir uns nächste Woche zu einem normalen Video wieder. Bis dahin, tschüss.